Wir feiern Motorradgottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und die Erde gemacht hat. Ja, wir sind geboren, um unser Leben zu leben. Unser Leben als Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer auf den Straßen dieser Welt. Und wir lassen uns dieses Hobby nicht nehmen von keinem. Und wir leben unsere Leidenschaft und wir treffen uns hier am Muttertag und es ist schön, euch alle hier zu sehen und so viele Hände geschüttelt zu haben und so viele bekannte Gesichter zu sehen. Meist treffen wir uns nur einmal im Jahr, aber trotzdem sind wir eine große, bunte, vielfältige Gemeinschaft, verbunden durch den Motor, der unter unseren Schenkeln schlägt und vibriert und brummt und lebt und arbeitet. Und ihr wisst, bei jedem Motorradgottesdienst gibt es einen Motorradpsalm. Diesmal ist es der Psalm 119, der 176 Verse. Ein paar haben wir weggelassen. Wohl denen, die in Freiheit leben, wohl denen, die Motorrad fahren. Ich öffne meine Augen und sehe Chrom, Alu und Eisen. Ich öffne meine Augen, ich sehe euch, Gottes Ebenbilder in Leder und Gore-Tex. Wohl denen, deren Blick weit nach vorn geht, die Wege suchen und finden. Ich wende meine Augen von den Laternenpfählen ab. Meine Augen sehen sich nach Wahrheit und Gerechtigkeit. Wenn ich schaue allein auf Gottes Gebote, so werde ich nicht zu Schanden. Wenn ich schaue auf das Schöne um mich herum, dann wird das Schwere leicht und das Leichte bekommt Gewicht. Meine Augen sehen sich nach frohen Botschaften und sagen, wann tröstest du mich? Ich schaue, ich lausche, ich suche, ich fahre Motorrad und finde. Ich suche dich vom ganzen Herzen, lass mich immer heil nach Hause kommen. Halte fern von mir den Weg der Raserei. Und gib mir auf dem Motorrad Spaß, Freiheit und gute Laune. Lass mich finden, was ich suche. Schenke mir griffigen Asphalt in allen Kurven. Denn du, Gott, hast mich erschaffen. Du hast mich so gewollt, wie ich bin. Dein Wort macht mich klug. Darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Du bist mein Schutz und mein Schild. Ich hoffe auf dich. Lass meine Seele leben, dass sie dich lobe und deine Ordnungen mir helfen. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich unser. Thank you.
things broken. Entspanntheit und Gelassenheit. Das sind die zwei Rezepte für Freude, egal bei welcher Sache. Tu es für dich, egal um was es sich handelt. Tu es für dich selbst und nie für die anderen. Selbstbeobachtung. Sind die Lippen zusammengekniffen, die Zähne zusammengebissen, sind die Arschbacken angespannt? Das sind sichere Zeichen dafür, dass dein persönliches Limit bereits überschritten wurde. Schätz dich bitte selbst realistisch ein. Selbstkritik statt Objektkritik. Wir alle neigen dazu, Fehler, die uns unterlaufen sind, erstmal einmal nicht bei uns selbst zu suchen, sondern bei einem Gegenstand oder einer Person, die mit der Handlung in Zusammenhang stand. Üb statt Objektkritik lieber Selbstkritik, denn jeder ist für sein Tun verantwortlich und keiner fehlerfrei. Gewöhnlich ist Objektkritik am meisten zu beobachten, wenn Überforderung droht. Also gesteht euch Fehler ein und arbeitet an den Ursachen. Bauchgefühl. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, ich sollte dieses oder jenes nicht tun. Hört unbedingt darauf. Vergleiche dich mit dir selbst. Sich stets mit anderen zu vergleichen, ist eine todsichere Strategie für ein hohes Risiko. Mach nur, was du kannst und versuche, nach und nach Zuverlässigkeit und Genauigkeit hineinzubringen. Arbeite an der besten Version von dir selbst, anstatt irgendeinem Kollegen oder einem Idol nachzuäffen. Nur so lassen sich seine eigenen Limits
möglichst risikoarm erweitern. Blickführung auf die Lücke, nicht auf das Hindernis schauen. Scanne immer deine eigene Linie und nie den Blick auf den Vordermann richten. Mentales Training. Spiele bestimmte Strecksituationen immer wieder in Gedanken durch. Und dann vernetzt denken. Immer daran denken, was dir gut tut, kann einen anderen richtig ärgern. So lautet das Motto für den 29. Motorradgottesdienst, eine Zeile aus dem Lied des ersten FC Union. Da sieht es ja auch nicht so gut aus. Eine Motorradfahrerweisheit, trotzdem steigen die nicht ab. Eine Lebenseinstellung. Und wir Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer wissen, die Blickführung ist beim Motorradfahren wichtig. Da hinschauen, wo man hinfahren will, denn genau dahin fährt unser Motorrad. Und nur wer als Motorradfahrerin, Motorradfahrer die richtige Blickführung beherrscht, also genau dahin schaut, wo er hinfahren will, der kommt auch sicher ans Ziel. Und wir alle wissen auch, die Umsetzung fällt schwer. Viel zu oft starren wir auf das Vorderrad, viel zu oft starren wir auf das Schlagloch und fahren da noch prompt rein. Wir wissen alle, der Blick führt die Bewegung. Und je weiter man seinen Blick vorausrichtet, desto sicherer kommt man ans Ziel. Und das muss man üben. Denn die Macht unserer Gedanken reicht weiter, als wir glauben. Und wir wissen alle, Motorradfahren ist anspruchsvoll. Es erfordert Aufmerksamkeit, höchste Aufmerksamkeit, haargenaue Koordination. Und wenn ich jetzt alles aufzähle, was eigentlich zum Motorradfahren dazugehört, dann klingt das überhaupt nicht nach Spaß, Freiheit oder Erholung. Und trotzdem, wenn wir drauf sitzen, dann
ist genau das Gegenteil der Fall. Die enorme Konzentrationsarbeit, die komplexen Bewegungsabläufe, die wirken irgendwie befreiend, sogar entgrenzend. Das Motorrad transformiert uns irgendwie. Vom seelenlosen Transportmittel wird es zum erweiterten Selbst. Fahrer und Maschine, die wachsen zusammen, bilden eine Einheit und gehen damit anderen so richtig auf den Sack. Aber auch das wisst ihr alle längst. Und ich glaube, ihr ahnt auch alle, dass eine R1 und eine aufgeklebte 46 uns alle nicht zu Rossi macht. Und auch die GS mit allerhand Koffern und Schnickschnack macht den Fahrer nicht zu Stefan Peter Hansen. Und ihr alle wisst auch, dass Gruppenzwang nicht das Nonplusultra des Lebens ist. Und trotzdem ist es schwer, für viele schwer, in Gruppen die eigene Überzeugung offen zu äußern. Und zwar umso mehr, wenn sich die überwiegende Mehrheit auf eine andere Meinung eingestimmt hat. Die meisten Menschen fügen sich bereitwillig der Mehrheit, selbst wenn diese der eigenen Wahrnehmung oder Erfahrung widerspricht. Beim Motorradfahren in der Gruppe kann das fatale Folgen haben, im normalen Leben auch. Also achtet auf euch. Achtet auf euch und eure Motorräder und achtet auf die Menschen, die euch umgeben. Schaut auf das Schöne und richtet euren Blick immer weit nach vorn. Vergesst doch mal, was hinter euch liegt und vor allem verbiestert nicht. Lasst euch nicht irre machen, verliert nie die Hoffnung und den Mut, träumt von einer besseren Welt und spürt dann Gottes Größe, seine Weite und seine Freiheit, die so tief ist und weit und voller Wunder und Überraschungen. Und ich habe die Erfahrung in den letzten Jahren gemacht, wenn Weitsicht und Schneid zusammenkommen, dann macht Leben und Motorradfahren Spaß. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass beides, Motorradfahren und Leben, Zeit, Geduld und Arbeit braucht. Und es braucht vor allem die Kraft, als Erster Zeit, Geduld und Arbeit zu geben und nicht der zu sein, der Zeit, Geduld und Arbeit erwartet. Und vielleicht habt ihr es auch schon mitbekommen, in der Presse stand es schon, der Landkreis prüft gerade die Sperrung der beiden Motorrad-Highlights in unserer Region. Das sind die Straßen um den Werdelinsee und die zum Schusshebewerk. Und damit es nicht zu einer Streckensperrung kommt, müssen wir als Motorradfahrerinnen und Fahrer selber tätig werden. Wir müssen, wenn wir weiter auf diesen Straßen fahren wollen, besonnen sein. Einfach nicht verunglücken, keine Unfälle verursachen. Wir müssen auf diesen Straßen einfach angemessen fahren und uns an die Geschwindigkeitsvorschriften halten. Gelingt uns das, werden wir weiterfahren dürfen. Da schüttelt schon einer mit dem Kopf. Ich denke, es kann uns gelingen. Es gibt noch genug andere Straßen in der Weite der Uckermark, wo man mal so richtig den Hahn aufdrehen kann. Und die sind oft so leer, dass es da richtig Spaß macht, Motorrad zu fahren. Gelingt uns das nicht, dann wird es irgendwann mit dem Spaß um den Werdelinsee und zum Schiffshebelwerk vorbei sein. Es liegt wirklich an uns. Es liegt auch an uns, wie es mit unserem Land weitergeht. Denn in einem Monat sind Wahlen. Und ich hoffe, ihr geht alle in euer Wahllokal und macht eure Kreuze. Und vielleicht sind auch unter uns einige, die kandidieren für Parlamente in Städten und Dörfern, Kreisen, vielleicht sogar für den Landtag. Den Blick weit nach vorn wünsche ich allen, die wählen und gewählt werden wollen. Den Blick weit nach vorn wünsche ich uns allen. Ich denke, wir sehen uns zum 30. Motorradgottesdienst am Muttertag 2025 alle gesund und behütet weiter wieder. Richtet also euren Blick nach vorn und dann nächstes Jahr wieder hier in Friedrichswalde. Amen.
look around. Don't give a fuck for the finger. And my part is falling. The train carry me away. The train. Jetzt an der Stelle ist natürlich wieder Danke zu sagen. Als erstes natürlich Danke für dieses schöne Wetter, Gott. Und ich glaube, ich weiß auch, wofür Gottes Herz schlägt. Denk mal dran, Vatertag, Herrentag, Christi Himmelfahrt, wunderbares Wetter. Heute Muttertag, übrigens habt ihr alle an eure Mütter gedacht. Also Muttertag, Motorradtag, wunderbares Wetter. Gott ist ein Gott, ja, für uns alle. Wir hier in der Kirche sitzen, Väter, Mütter, Motorradfahrer. Danke allen, die gearbeitet haben, damit dieses Wochenende so schön wird, wie es jetzt geworden ist. Danke allen, die arbeiten wollen oder müssen. Und wir haben ja wirklich genug zu essen und zu trinken. Hier kann man alles noch wunderbar nutzen. Danke unseren fleißigen Gemeindearbeitern, die alles so schön aufgebaut haben. Danke für alles Liken und Teilen in den sozialen Medien. Danke Stefan, unserem Öffentlichkeitsbeauftragten, der alles so wunderbar aufbereitet und jetzt gerade wieder was dreht und bestimmt morgen übermorgen ins Netz stellt und ihr könnt euch das dann alle angucken. Danke auch denen, die uns finanziell unterstützt haben und das seid ihr in erster Linie ihr. Ihr gebt jedes Jahr eine Spende, eine Kollekte, die übrigens gleich gesammelt wird und damit finanzieren wir die Motorradgottesdienste und haben ein kleines Polster für dieses Jahr gehabt und wenn heute schöne Kollekte einkommen, dann auch was können wir den nächsten Gottesdienst gestalten. Unser Kirchenkreis unterstützt uns immer finanziell und das Bestattungshaus Uckermark, das in der zweiten Reihe hier sitzt, unterstützt uns auch immer. Die haben keine Hintergedanken. Denn wir fahren ja besonnen und SGV genießen. Danke an die Johanniter, sitzen hier in den Bankreihen, sind ganz viele diesmal. Und wir haben in diesem Jahr noch ein Polizeiauto, unser Polizist aus Joachimsthal, Thomas Stiebler, fährt vorne weg. Danke auch an die Polizei, die uns immer so schön absichert. Und natürlich danke, und jetzt macht euch bereit, danke an Fetthead. Ohne Fetthead kein Motorradgottesdienst. Ohne Gott übrigens auch nicht. Halleluja. Unsere Ausfahrt führt über Joachimsthal, Altenhof, Lichterfelde, Britz, Golf zur Rückkehr nach Friedrichswalde. Und wir haben dafür gesorgt, dass, wenn wir zurückkommen, auch noch genug zu essen und zu trinken da sein wird. Wir fahren besonnen, habe ich ja schon gesagt, die Johanniter begleiten uns, sperren die Ein- und Ausfahrten. Und es wird so sein, dass wir gegen 15 Uhr starten. Ihr geht nach dem nächsten Lied, dem Gedenken und dem nächsten Lied, geht ihr in aller Ruhe zu euren Motorrädern und stellt euch dann Richtung Joachimsthal in diese Richtung auf. Der Polizeiwagen wird ungefähr auf der Höhe von der Bäckerei Hakenbeck stehen und dann
gibt es einmal einen Sirenenton und dann fahren wir Richtung Joachimsthal und kommen dann alle heil wieder nach Hause. Zum Saisonabschluss am 27. Oktober wird es wieder einen kleinen Motorradgottesdienst hier in der Kirche geben, ohne all den Schnickschnack ringsherum, mit Fettet an Platt, Kaffee und Kuchen, Gottes Segen, und heiß das Wetter mitspielt auch einer kleinen Ausfahrt. Bleibt alle behütet. Leo, vergesse ich eigentlich immer, jetzt hat er schon auf Band umgestellt, aber die Johanniter gehen jetzt mit den Körben rum und sammeln die Kollekte und ihr gebt so viel, wie ihr wollt und ihr könnt auch nicht weg, die Johanniter sammeln so lange, wie Fette spielt.
erheben wir uns, um zu beten. Gott, du bist bei uns, wenn der Weg zum Ziel wird. Du lässt uns Motorrad fahren und hast uns als Motorradfahrerinnen und Fahrer gewollt. So bitten wir dich für alle, die heute hier in Friedrichswalde zusammengekommen sind. Bewahre und behüte sie auf all ihren Wegen. Wir bitten dich für alle, die auf zwei oder drei Rädern unterwegs sind. Lass uns nicht zu Opfern des Straßenverkehrs werden. Wir bitten dich für alle, die mit uns unterwegs sind. Lass alle unsere Begegnungen in Liebe und Freiheit geschehen. Guter Gott, wir denken an Verwandte, Freunde und Bekannte, die wir durch einen Unfall oder durch eine Krankheit verloren haben. Denken an Ralf, der erst vor kurzem tödlich verunglückt ist. Und wir bitten dich, Gott, tröste du Traurige, schütze die Lebendigen, schenke den Toten ein neues Leben und sei bei ihnen. Lass sie schauen und erleben, was sie geglaubt und gewollt haben. Lass sie erfahren, was sie hier nicht erleben durften. Mit einer Schweigeminute gedenken wir unserer Toten. Gott spricht, von allen Seiten umgebe ich dich und ich halte meine Hand über dir. Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. Ich halte alle, die da fallen und richte alle auf, die da niedergeschlagen sind. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte euch, der allmächtige und der barmherzige Gott. Er erhebe sein Angesicht auf euch und er schenke euch seinen Frieden. Amen. We'll be right back.
Motorradgottesdienst hier in Friedrichswalde. Jetzt die Ausfahrt. Fettek spielt noch einen zum ruhig und langsam rausgehen. Dann musiziert auf dem Kirchplatz Dominik weiter. Und so in einer Stunde sind wir alle wieder zurück. In 10, 15 Minuten fahren wir aber erstmal los. Und dann stärken wir uns noch am Getränkestand und am Essenstand. Bis gleich draußen bei der Bäckerei Hamburg. Wir haben eine wunderschöne restliche Sonne. Die Sonne ist